Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Und dies, falls ihr euch erinnert, ist die Frontier Barbecue Rakete, Raumschiff, whatever. Und wir nähern uns sehr, sehr schnell gerade Duna. Ich glaube, meine Nase ist ein bisschen verstopft. Ich entschuldige mich, falls ich ein bisschen, ja, näselig klinge und ab und zu die Nase hochziehe. Weil ich einfach keinerlei Anstalten habe. Keinerlei Anstand. Bin einfach ekelhaft. Und anscheinend leicht erkältet. Genau, 8 Tage noch. Die spulen wir einfach mal vor. Hui. Können wir Duna schon sehen? Das mache ich immer gerne, wenn ich im Anflug auf Planeten bin. Ich gucke. Ah, da. Ich gucke, ob ich die Planeten finde. Was mit Standard KSP ein bisschen schwierig ist. Dazu sollte man eigentlich die Mod Distant Object Enhancement haben. Ich glaube, so heißt sie. Dann kann man nämlich sogar von Kerbin aus die anderen Planeten im Nachthimmel sehen. Nämlich als leuchtende Punkte, genauso wie hier auf der Erde man halt auch die anderen Planeten unseres Sonnensystems sehen kann. Einfach als ziemlich hell wirkende Sterne. Es sind keine Sterne, also es sind keine Sonnen. Aber sie leuchten halt ziemlich hell, weil sie von der Sonne angestrahlt werden. So, wir sind im Duna-System. Das sind die ersten Kerbals im Duna-System und dementsprechend machen wir jetzt absurd viel Science-Punkte. Yay, Science Data from Space Around Duna. Damit haben wir einen Auftrag erfüllt. Nice. Und dann machen wir noch einen EVA-Report. Dann steigen wir ein. Und schicken den EVA-Report weg. Und die behalten wir. Dann können wir noch die Temperatur loggen. Atmosphärischen Druck. Oh, haben wir früher nicht gemacht. Als ich hier zum ersten Mal vorbeigekommen bin, hatte ich anscheinend noch nicht das Barometer. Kann gut sein. Jetzt schicken wir die Daten auch nach Hause. So, die Daten werde ich auch gleich einsammeln. Und dann kommt jetzt die interessante Frage, welchen Kerbal nehme ich, um auf Duna zu landen? Denn das ist ja der Plan. Der Barbecue-Lander soll ja auf Duna landen und das müssen wir sehr, sehr bald machen. Also beziehungsweise wir müssen ihn halt sehr, sehr bald abdocken. Genau, weil wir womöglich sonst Treibstoffprobleme bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Frontier-Raumschiff genug Treibstoff hat, um den Lander mit in einen stabilen Orbit einzuschleusen. Wir haben noch 1300 Meter pro Sekunde Delta V. Das reicht definitiv, um in den Orbit, um Duna einzutreten, aber es reicht womöglich nicht. Moment, ich mach mal kurz meine Delta V-Map auf. Es reicht wahrscheinlich nicht, um zurück nach Kerbin zu kommen. Ja, es wird auf jeden Fall extrem knapp. Deswegen werden wir einfach haufenweise gewichtlos, indem wir den Lander jetzt schon abwerfen und selbstständig auf Duna landen lassen. Dazu stelle ich erstmal sicher, dass der Lander so viel Monopropellant hat, wie er kriegen kann. Denn mit dem Monopropellant können wir natürlich noch ein bisschen... andersrum. Können wir natürlich noch ein bisschen Manöver machen. Denn momentan befinden wir uns einerseits auf dem Weg zu einem Encounter mit Ike, den wir nicht groß beachten wollen, aber wir finden uns halt danach tatsächlich auf einem Kollisionskurs mit Duna selbst. Die Orbits, die hier projiziert werden, sind im Übrigen sehr, 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 sehr seltsam. Der eine suggeriert mir, dass ich im Prinzip gerade so auf die Oberfläche von Duna aufpralle, der andere sagt, dass ich volle Pulle mit kollidiere. Übrigens, schöne Wolkenmuster. Ich denke, dann werde ich jetzt auch erstmal ein bisschen radial brennen, um ganz sicher, also um beide Raumschiffe davon abzuhalten, einfach nur auf Duna aufzuschlagen. Platsch, und dann sind sie weg. Das wäre irgendwie doof. Mir gefällt gerade auch, wie wenig Solarpaneele dieses Raumschiff hat. Gerade mal der Lander hat 2 ausklappbare und die Frontier-Rakete an sich hat nur einen Haufen statischer. Aber ich denke, es wird reichen. Wir verbrauchen ja kaum Strom während unserer Reise.
Ich schätze mal, ich kann mich eher auf den lilafarbenen Orbit verlassen, aus dem ganz einfachen Grund, es ist der Orbit, den wir haben, nachdem wir unseren Ike-Encounter hatten. Ich sollte auch noch versuchen, meine Inklination etwas zu senken. Na komm, ich hatte doch gerade den Button. Ja, 25 Minuten, okay, das ist gut. Passen wir die Inklination ein bisschen an, damit wir einen möglichst äquatorialen Orbit bekommen. Denn der Lander soll ja auch wieder ein Rendezvous durchführen mit dem Frontier-Raumschiff. Naja, okay, ich überlege noch ein bisschen, wie ich das hier konkret mache. Ich glaube, ich werde es so machen. Die Frontier wird in Orbit in etwa 90.000 Metern Höhe eintreten. Und der Lander wird halt direkt Arrowbreaken und so weit tief in die Atmosphäre auf nicht eintauchen, dass er direkt landet. Das habe ich schon mal versucht. Ihr erinnert euch vielleicht, und das ist schiefgegangen. Was womöglich den Tod eines unserer Kerbals bedeuten könnte. Ich richte jetzt erstmal die Rakete auf Progatos. Oh, sie lässt sich sehr, sehr leicht drehen. Das ist schön. Aber es bleibt halt die Frage offen, wen schicken wir auf die Oberfläche von Duna? Oder wen opfern wir dafür? Gucken wir mal, wen wir überhaupt dabei haben. Wir haben von jeder Klasse einen Kerbal dabei. Wir haben Raina Kerman, Wissenschaftlerin, Lotfil Kerman, Ingenieur und Nachia Kerman, Pilot. Ich glaube, es macht am wenigsten Sinn, die Pilotin runterzuschicken. Weil der Lander tatsächlich ein Probodobodein Octo hat, das heißt, wir haben genug Kontrollautorität. Der Probodobodein kann halt Prograd und Retrograd halten. Das heißt, ein Pilot bringt uns nicht viel, denn mehr Manöver brauchen wir eigentlich auch nicht. Nachia fällt also raus. Jetzt ist nur die Frage, Lotfil oder Raina? So, was können Ingenieure und was können Wissenschaftler? Ingenieure können zum Beispiel kaputte Raumschiffteile reparieren. Das heißt, wenn zum Beispiel eines der Landebeine beim Aufprall beschädigt wird, könnten wir es reparieren, dann würde es wieder funktionieren. Andererseits, die Landebeine brauchen wir an sich nur einmal. Und soweit, nee. Sie könnten auch die Fallschirme wieder einpacken, aber die Fallschirme, wie gesagt, brauchen wir eigentlich auch nur einmal. Viel interessanter finde ich eher die Idee eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin in diesem Fall, die unsere einmal verwertbaren Experimente wieder resetten kann, sodass wir sie nochmal benutzen können. Und was wir dann halt machen können ist, ein Experiment, also zum Beispiel ein Science Junior abfeuern, während wir in die Atmosphäre eintreten. Dann landen wir. Raina kann kann die Experimentdaten entnehmen, das Ding zurücksetzen und nochmal abfeuern, während wir halt auf der Oberfläche von Duna stehen. Und ich denke, das macht am meisten Sinn. Deswegen wird Raina die erste Kerbal werden, die auf Duna landet und damit auch auf einem fremden Planeten. Herzlichen Glückwunsch. Und in diesem Modus kann man nicht rauszoomen, das ist ja blöd. Und das war tatsächlich ein World First Milestone. We have performed a crew transfer in near Duna. Weil das auch total schwierig war. Genau, jetzt warten wir aber erstmal auf dieses Manöver, damit wir unseren Kurs korrigieren können. Oh Mann, das erinnert mich an meine Landeversuche mit dem Rover, den ich über Chaos programmiert hatte. Das war heftig, das hat ewig gedauert. Und ich befürchte fast, dass wieder so etwas passieren kann. So, das Manöver ist sehr, sehr kurz. Selbst mit unseren relativ schwachen Nuklearantrieben. Wir haben ja diese Nerf Atomic Rocket Motors dabei. Geht das sehr, sehr schnell, also brenne ich das einfach nur sehr, sehr vorsichtig jetzt schon ab. Da wir sehr, sehr weit von unserem Ziel entfernt sind, macht das auch kaum Unterschied. Wir driften zur Seite. Warum driften wir zur Seite? Was zur Hölle? Oh, weil ich den einen Antrieb runtergedrosselt habe. Warum habe ich denn das gemacht? What? Ich muss mich irgendwann verklickt haben oder so. Ich weiß es nicht.
So, Petajapsis 87.000, das ist über der Atmosphäre von Juna, sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir zum interessanten Part. Wir werden jetzt abdocken. Diese Reihenfolge von Bauteilen ist extrem interessant, wie ich finde. Wir haben hier in der Mitte einen Hitzeschild, den man absprengen kann, weil hier der Antrieb für den Lander ist, wenn er wieder aufsteigen will. Und dann ist hier noch dieses RCS-Pack, das für das Docking benutzt wird. Das ist total verwirrend und total cool. Wichtig ist aber, dass ich hier abdocke. So, die Frontier und die Barbecue sind jetzt getrennte Raumschiffe. So, ich werde jetzt zur Barbecue rüber wechseln. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass wir zwei Sachen machen. Einerseits muss die Barbecue natürlich in die Atmosphäre eintauchen. Definitiv. Und dazu müssen wir... Ach, wir können... Der Probodobodine Octo kann echt nicht Prograd und Retrograd halten. Ah, da muss ich das manuell machen. Dazu müssen wir antiradial brennen, weil das unsere Periapsis runterbringt. Momentan würden wir noch über der Atmosphäre hinüberfliegen. Also müssen wir tiefer rein. Was sehr, sehr einfach ist, weil wir sehr, sehr weit von dem Planeten entfernt sind. So, 20.000... Gehen wir mal runter auf 10.000. Oh Mann, hoffentlich versaue ich es nicht. Wenn ich das erste Mal. Und dafür haben wir halt diese RCS-Packs. Deswegen habe ich noch Monopropellant reingemacht, einfach damit wir solche Kurskorrekturen machen können. Das waren winzig kleine Geschwindigkeitsänderungen. Guckt euch an, wie langsam diese beiden Raumschiffe jetzt auseinanderdriften. Und trotzdem wird jetzt das eine Raumschiff in die Atmosphäre eintauchen und das andere nicht. Die Periapsis für die Barbecue-Mission liegt bei 2 Tagen. Und wenn wir rüber zur Frontier gehen, dann ist unsere Periapsis bei 2 Tagen. Verdammt. Okay, das ist ein Problem. Das können wir nicht machen. Wir können nicht gleichzeitig unser Orbitalisierungsburn machen und gleichzeitig den Wiedereintritt machen. Das heißt, wir müssen... Also es ist zum Beispiel eine Möglichkeit... Zum Beispiel das Frontier-Raumschiff abbremsen, damit es später bei Periapsis eintrifft. Das machen wir auch am besten jetzt. Weil das am wenigsten Treibstoff kostet. Moment mal, wo ist denn Antiradial? Ich will nämlich meine Periapsis nicht weiter... Nee, Radial. Ich will meine Periapsis nicht zu weit absenken, deswegen muss ich auch ein bisschen Radial brennen. Ist ein bisschen Treibstoffverschwendung. Aber wir müssen es machen, einfach weil wir nicht beide Manöver gleichzeitig durchführen können. Ja, wir schaffen langsam Minuten. Und guck doch mal an, jetzt haben wir 1760 Meter pro Sekunde Delta V, statt den vorigen, was waren das, 1200, 1300? Das heißt, der Abwurf dieses Landers hat uns offenweise Treibstoff gespart im Prinzip. Ups. Upp, das war zu falsche Richtung. 2 Tage, 20 Minuten ist auch noch zu knapp eigentlich. Also ich würde schon sehr gerne mindestens eine halbe Stunde Abstand zwischen den beiden Ereignissen haben. Wir verbraten hier Treibstoff, das macht mir zu schaffen. Mal, unser Orbit krümmt sich schon langsam um Juna herum, weil wir jetzt sehr, sehr langsam werden. Könnte vielleicht sogar jetzt schon das Orbitalisierungsmanöver machen. Okay, wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde Abstand. Ich hoffe, das reicht. Ich mache jetzt einen Quicksave und muss mir auf die Finger hauen, dass ich jetzt nicht nochmal Quicksave. Der Barbecue-Lander ist jetzt schon eine ganze Ecke weit weg. Ah, ja, deswegen kann ich auch nicht einfach hinwechseln. Wir fügen jetzt mal eine SY-Change für die Frontier hin.
An einem Tag werden wir die SOI von Ike überqueren. Verzeihung. Und Barbecue wird ein bisschen früher eintreffen. Einfach weil es schneller ist. Okay. Puh. Das wird jetzt ein bisschen knifflig. Periaps ist über Ike von 343.000 Metern. Wir können jetzt auch gleich nochmal aussteigen und EVA-Report sammeln und so. Der Lander müsste eigentlich auch eine Antenne haben. Hoffe ich mal. Ah ja, da. Ein bisschen versteckt, aber ja, haben wir. Halbe Stunde noch, bis die Frontier hier eintrifft. Also auch in die SOI eintritt. So, wir sind jetzt hier. Crew Report, 15 Science. You ask Mission Control if they too like Ike. Of course we like Ike. Können wir nochmal, Temperature-Daten. Naja, wir können sie zumindest nehmen. Die können wir noch übertragen. Rainer kann nochmal aussteigen. EVA-Report nehmen. Gazing at Juno, you wonder whether life could... Psst, this is Mission Control. Situation nominal. Over. Okay. Da werden Kerbals einmal in ihrem Leben wirklich tiefgründig und sie werden unterbrochen. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Na gut. Nochmal aussteigen. Take Data und wieder einsteigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Rainer wirklich qualifiziert genug ist, die Experimente zurückzusetzen, deswegen benutze ich die jetzt erstmal nicht. Ich bin mir da einfach nicht sicher. Ich will sie jetzt nicht vergurken. Doch, ich probiere es aus. Ich... Keep Data. Hochklettern. Na. War es das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal. So. Wir haben wieder einen SOI-Change in 21 Minuten. Tatsächlich, die Barbecue verlässt die SOI von Ike, bevor die Frontier-Rakete überhaupt hier eintrifft. Interessant. Damit hätte ich nicht ganz gerechnet. Und da fliegt Ike wieder weg. Und wir nähern uns Juno. Oh Mann, ich bin moderat nervös. Einfach nur, weil hier einiges schief gehen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass wir in der Atmosphäre verglühen. Es kann sein, dass wir von der Atmosphäre wieder abprallen und zurück in den Weltraum geschleudert werden und dann ein Encounter mit Ike bekommen, der uns dann sonst wohin schleudert und dann sitzt Rainer praktisch im Orbit fest, in einem wahrscheinlich höchst instabilen Orbit, der irgendwann dazu führen kann, dass sie entweder auf Juno prallt, wie ein Sack Steine, oder dass sie hinaus in den interplanetaren Raum geschleudert wird, wo sie extrem schwer wieder zu retten wäre. So, ich will ein... 24 Minuten. Okay, ich muss das jetzt hier ein bisschen timen. 27, ich will in... 24 Minuten will ich einen Alarm. Ich gucke jetzt erstmal zur Frontier-Rakete, damit die ihren SOI-Transfer richtig macht. Ich vertraue KSP nicht ganz dabei, wenn mehrere Raumschiffe... SOI-Changes machen. Da bin ich mir einfach unsicher bei, ob das richtig funktioniert. Mal ganz abgesehen vom Kraken, der ja eigentlich nicht mehr zuschlagen sollte, bin ich da wirklich, wirklich vorsichtig. Wow, wir kommen extrem nah an Ike ran und es ändert unseren Kurs massiv. Schande, daran hatte ich überhaupt... War das vorher abzusehen? Heilige... Okay, dann müssen wir eine Kurskorrektur durchführen. Verdammt. Das ist schlecht.
um es mal so auszudrücken. Nein, 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 nein. Ah, Pupi. Nein, das verbraucht viel zu viel der DAV. Verdammt. Kriegen eine viel zu große Inklination. Das wird dann schwierig, das Rendezvous mit Raina wieder hinzubekommen. Ist. Wisst ihr, so schnell kann sowas schief gehen. 21.000 ist ein bisschen sehr niedrig. Aber immerhin hätten wir dann ein einigermaßen... Das muss passiert sein, als ich abgebremst habe. Weil ich langsamer war, ist mein Encounter mit Ike viel näher geworden und dadurch ist der Orbit viel stärker abgelenkt worden durch Ike. Verdammt. Okay, und jetzt muss ich mir der DAV wieder aufwenden, um unseren Orbit zu korrigieren. Wir brauchen so eine Orbithöhe von mindestens 70.000. Ich glaube, bei 50.000 Metern Höhe beginnt Junas Atmosphäre. Und ich möchte ein bisschen Spielraum haben. Ja, das ist in Ordnung. Add Alarm. In 32 Minuten. Verdammt. Oh Mann, oh Mann. Das wird schwierig. Das heißt, dass die Landung der Barbecue-Sonde in Pi mal Daumen einer Viertelstunde vonstatten gehen muss. Oh Mann. Die Folge geht auch schon wieder 20 Minuten. Es ist doch alles ganz wunderbar. Okay. Zurück zur Barbecue.